ADHS betrifft nur Kinder und Jugendliche, dachte man lange. Das ist falsch. An ADHS dachte ich gar nicht. Ich war nur wahnsinnig ängstlich. Wie fühlt sich ADHS bei Erwachsenen an? Ich fühlte mich erdrückt. Nichts, was ich probierte, half. Ich sprach mit ihm und er so, oh, da ist dies und da ist das. Sammy, ich rede mit dir. Manchmal dauert es sehr lange bis zur Diagnose. Wenn ich ein Kind diagnostiziere, finde ich auch einen Elternteil, das betroffen ist. Viele haben falsche Vorstellungen von ADHS. Oft höre ich, wie können Sie Ärztin sein, wenn Sie ADHS haben? Verhindern die Vorurteile, dass wir die Antworten finden? Warum behandeln Ärzte es nicht? Es ist umstritten. Sie wollen keine Stimulantien verschreiben. Es verändert dein Leben, und zwar nachhaltig. Lange dachte man, ADHS sei eine Aufmerksamkeitsstörung im Kindesalter. Mit oder ohne hyperaktivem Verhalten, die beim Älterwerden einfach verschwindet. Diese Sichtweise ist überholt. Wissenschaftler und Ärzte diagnostizieren heute ADHS auch bei Erwachsenen. Nur sind deren Symptome meist anders als die der Kinder. Sammy Inaye ist erfolgreicher Filmemacher. Seine Arbeit erfordert jeden Tag hunderte kreativer und technischer Entscheidungen. Er hat einen Blick für das Wesentliche, gute Instinkte. Und er hat ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Ehrlich gesagt, mir ist nie in den Sinn gekommen, ich könnte ADHS haben. Ich wusste auch überhaupt nichts darüber. Ich dachte immer, es hätte mit Hyperaktivität bei Kindern zu tun und dass es von alleine wieder verschwindet. Ich wusste einfach gar nichts darüber. Einer der ersten Mythen über ADHS war, nur Kinder haben es. Heute wissen die Ärzte, dass sich das Krankheitsbild bei Erwachsenen verändert. Erwachsene springen nicht mehr über Tisch und Bänke, bloß weil sie nicht stillsitzen können. Was sie nicht loswerden, ist ihre Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Bei erwachsenen Menschen mit ADHS stellt man bloß fest, dass sie einem Gespräch nicht folgen. Sie sind ruhelos, ohne dass sie deshalb gleich aufspringen und herumlaufen. Erwachsene haben gelernt, ihre Unruhe geschickt zu verbergen. Um die Symptome in den Griff zu bekommen, muss ADHS erst einmal korrekt diagnostiziert werden. Viele Erwachsene quälen sich jahrelang, weil sie bei sich eine Angststörung oder Depression vermuten. Genauso war es bei Sammy Inaye. Mir ging's nicht gut und ich habe zum ersten Mal eine Therapeutin aufgesucht. Sie vermutete ADHS. Ich wollte das gar nicht glauben. Also habe ich selbst recherchiert und gesehen, dass alle Symptome vorhanden waren. Deshalb ließ ich mich testen. ADHS nennen wir in der Medizin ein Syndrom, das sich vor allem durch Rastlosigkeit, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität auszeichnet. Kommen alle diese Symptome zusammen, kann es ADHS sein. Die Diagnose beinhaltet auch den Ausschluss möglicher körperlicher Ursachen, wie etwa Schilddrüsenprobleme. Eine WHO-Checkliste hilft, die Hauptmerkmale von ADHS zu erkennen. Wie oft haben Sie Probleme, die letzten Feinheiten einer Arbeit zum Abschluss zu bringen, nachdem Sie die wesentlichen Punkte erledigt haben? Wie oft fällt es Ihnen schwer, Dinge in die Reihe zu bekommen, wenn Sie an einer Aufgabe arbeiten, bei der Organisation gefragt ist? Wie oft haben Sie Probleme, sich an Termine oder Verabredungen zu erinnern? Wie oft vermeiden oder verzögern Sie es, eine Aufgabe zu beginnen? Wie oft fühlen Sie sich übermäßig aktiv und verspüren den Drang, Dinge zu tun, als ob Sie von einem Motor angetrieben würden? Erwachsene werden auch zu ihrem Verhalten als Kind befragt. In Sammys Jugend zeigten sich bereits Symptome wie etwa chronische Prokrastination, zu Deutsch Aufschieberitis. Ich war ein schrecklicher Schüler. Außer etwas hat mich brennend interessiert. Ich hatte Ausreden für alles. Schrecklich. Ablenkbarkeit, ein weiteres Symptom. Im Klassenraum habe ich zwar mein Heft aufgeschlagen, aber am Ende der Schulstunde hatte ich kaum etwas notiert. Und ich konnte mich nicht an die letzten 45 Minuten erinnern.
Unfähigkeit, Denken und Handeln zu ordnen. Meine Lehrer nannten meine Aufsätze die Tobsuchtsanfälle eines Irren. Die Monate vergingen und ich hinkte immer hinterher, konnte nie aufholen. ADHS hört sich an wie die perfekte Ausrede. Sind wir nicht alle mal ein bisschen faul, verspätet oder unzuverlässig? Das stimmt. Wir schieben natürlich alle von Zeit zu Zeit Dinge auf die lange Bank und schweifen ab, können uns nicht lange konzentrieren. Mayer Hoffer ist Psychiater in Toronto mit Schwerpunkt ADHS. Sobald all diese Faktoren das tägliche Leben so weit einschränken, dass man eine deutliche Beeinträchtigung spürt, dann macht es einen riesigen Unterschied. In that sense, that's a huge distinction. Die Symptome von ADHS ergeben nicht immer ein klares Krankheitsbild. Das führt zu Missverständnissen und belastet Beziehungen. Was mich massiv stört, ist, dass er ständig abgelenkt ist. Ohne seine Medizin hört er mir überhaupt nicht zu. Das ist, oh, was leuchtet denn da? Und, oh, was ist das denn? Ich muss ihn ständig erinnern. Hey, Sammy, ich spreche mit dir. Sei mal anwesend. Sarah und Sammy sind verheiratet und haben einen 2-jährigen Sohn. Nach Sammys ADHS-Diagnose konnte Sarah sein Verhalten besser verstehen. Pünktlichkeit war ein Streitpunkt, die sogenannte Sammy-Zeit. Er kam immer mindestens eine Stunde zu spät nach Hause. Ich musste meine Erwartungen daran anpassen, um nicht ständig sauer auf ihn zu sein. Ich habe mit der Zeit verstanden, dass sein Gehirn einfach anders arbeitet. Die Ursache für ADHS sehen die Forscher in der Signalübertragung in unserem Gehirn. Die erstrebenswertes Verhalten, etwa Essen oder Sex, von unerwünschtem Verhalten wie Stress oder Gefahr unterscheidet. Der Transmitter dieser chemischen Signale von einer Nervenzelle zur nächsten ist Dopamin. Dieses Hormon steuert unser ausführendes Verhalten. Bei ADHS bekannt ist ja, dass die sogenannten exekutiven Funktionen beeinträchtigt sein können. Das bedeutet, die bewusste Steuerung des Verhaltens, irrelevante Reize ausblenden zu können und sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können und sich das Wesentliche merken zu können. Alexandra Philipsen hat sich ebenfalls auf ADHS bei Erwachsenen spezialisiert. Sie weiß, der präfrontale Kortex im Hirn setzt die exekutiven Funktionen um. Man kann den präfrontalen Kortex mit einem Symphonieorchester vergleichen. Ein Dirigent sorgt für Harmonie und Einklang. Wenn jetzt aber der Präfrontalkortex seine Funktion nicht erfüllt, ist es vergleichbar damit, dass sich der Dirigent in die Ecke setzt und das Orchester sich selbst überlässt. Das heißt, es ist nicht mehr harmonisiert, es läuft durcheinander. Die Neurotransmitter geraten durcheinander und die Verhaltenskontrolle, also die Steuerung des bewussten Verhaltens, entfällt. Die äußere, 2 bis 4 Millimeter dicke Schicht des Gehirns ist der Kortex. Millionen von Verknüpfungen und Nervenzellen führen bis zum Hirnstamm an der Schädelbasis. Der Hirnstamm sendet Signale durch die Hirnmasse hindurch zum Kortex, dem am höchsten entwickelten Bereich unseres Gehirns, und setzt ihn in Gang. So können wir der Reihe nach handeln. Wir denken zügig und schlagfertig. Mit ADHS sendet zwar der Hirnstamm die richtigen Signale, nur werden die auf ihrem Weg hinauf zum Kortex abgelenkt oder blockiert. Überraschenderweise wird diese Störung meistens mit Stimulantien behandelt. Eine Stimulanz kommt etwa eine halbe Stunde nach der Einnahme am Hirnstamm an und beginnt, schnellere und stärkere Signale an den Kortex zu senden. Manche werden immer noch abgelenkt oder blockiert. Aber wie bei Hochwasser, das über den Damm schwappt, kommen die Signale irgendwann irgendwie an und zeigen ihre Wirkung. Wir nennen das eine paradoxe Reaktion. Das Gegenteil des eigentlich zu erwartenden Effekts tritt ein. Der Patient wird nicht aufgedrehter, er wird ruhiger, konzentrierter, besser organisiert und effektiver. Nach dem Ausschluss physischer Ursachen wie Fehlfunktionen der Schilddrüse, Seh- und Hörschwächen oder Schlafapnoe folgen neurologische Untersuchungen. Dann die Diagnose.
Können Sie die gerne gleich nochmal stellen? Und das ist für viele schon eine ganz große Erleichterung, festzustellen, dass es eine Erklärung gibt dafür, für ihr Verhalten, und sie nicht schuld sind. Also sie sich einfach mehr anstrengen müssten, um Dinge zu bewerkstelligen, sondern es eben eine neurobiologische Grundlage auch für die Schwierigkeiten gibt. Das ist der erste Schritt. Die diagnostischen Standards durch Fachärzte sind heute gut etabliert und entsprechen internationalen Leitlinien. Also wir haben bislang eben keinen Biomarker für eine ADHS. Das haben wir auch bei anderen Erkrankungen nicht. Also dass man Bluttests hat, wie beispielsweise bei einer Schilddrüsenerkrankung oder ich sag mal ein Bild vom Hirn macht und sagt, ja, das ist jetzt eine ADHS. Das hat die Psychiatrie noch nicht. Aber es gibt durchaus gute Untersuchungsinstrumente. Das sind Fragebögen, das sind Interviews, das sind Gespräche mit Betroffenen, mit den Angehörigen. Andere Quellen wie Schulzeugnisse, die dann ein ganz umfassendes Bild ergeben und eine klinische Diagnose ermöglichen. Und insofern würde man sagen, dass die Testsicherheit schon inzwischen sehr hoch ist. Besonders wichtig ist die Abgrenzung zu anderen psychiatrischen Krankheitsbildern wie Angststörungen oder Depressionen. Und dann geht es darum, wirklich psychoedukativ, also aufklärend über die Symptomatik, über die Ursachen, über die Erkrankung mit dem Menschen zu arbeiten. Auch das ist für viele schon eine Entlastung. Der zweite Schritt. Die Genetik spielt bei der Störung eine große Rolle. Oft wird ADHS familiär weitergegeben. Im Kindesalter sind in Deutschland ca. 4-5% betroffen. Ungefähr 60% von ihnen leiden auch noch als Erwachsene unter den Symptomen. Alexandra Philipsen zeigt ihren Patienten die verschiedenen Wege, mit den Symptomen umzugehen. Und dann muss geguckt werden, brauche ich wirklich eine Medikation, um die Symptome in den Griff zu kriegen und den Alltag bewerkstelligen zu können? Oder reicht es vielleicht nicht medikamentös zu arbeiten, also beispielsweise eine Verhaltenstherapie? Man muss aber klar sagen, dass die Wirksamkeit einer Medikation, beispielsweise mit dem Methylphenidat, Ritalin meistens bekannt, schon stärker ist als andere Maßnahmen. Medikamente wirken bei ungefähr 60% richtig gut. Das heißt, da ist eine deutliche Reduktion der ADHS-Symptomatik. Und man weiß von Untersuchungen, die vorliegen, dass die Einflüsse, also größere Einflüsse aufs Gehirn, nicht nachweisbar sind, sondern dass es sich, wenn, um eine Regulierung des Stoffwechsels handelt. Weltweit sind ungefähr 2,5% aller Erwachsenen von ADHS betroffen. Aber nur bei wenigen wird die Erkrankung festgestellt oder behandelt. Warum werden viele übersehen? Adrenalin erhöht die Dopaminwerte sehr effektiv. Risikoreiche Berufe wie etwa im Rennsport, bei Feuerwehr oder Polizei ziehen Adrenalin-Junkies magisch an. Sie sind oft Menschen mit sehr viel Energie, die neugierig sind, kreativ sind. Sie finden im künstlerischen Bereich eine Menge davon, die sich dann auch outen. Sportler, die höchst erfolgreich sind, die von ADHS betroffen sind. Es hat nicht nur Nachteile, ADHS zu haben. Viele Prominente verdanken ihren Ruhm und Reichtum der ADHS-getriebenen Suche nach Adrenalin. So auch Sammy Inaye. Für mich ist das ideal. Am Set fühle ich mich wohl. Ständig gibt es Probleme, die man schnell lösen muss. Das ist super für mich, weil es mich zwingt, hochkonzentriert zu sein. Man kann kaum glauben, wie ruhig Sammy am Set ist. Das völlige Gegenteil zu unserem Familienleben. Alle Menschen mit ADHS können sich konzentrieren, und zwar sehr gut, solange es sie interessiert. Aber oft zu Lasten anderer Dinge, die sie erledigen müssten. Ich stürze mich in die Arbeit und versuche erst gar nicht, die Alltagsprobleme zu lösen. Die Arbeit wird vorgeschoben, weil es da super läuft. Ich blende alles andere aus und fühle mich elend. Die ständige Suche nach dem nächsten Adrenalinschub kann gefährlich werden. Oft führt sie zu Kaufsucht, Essstörungen, Sex-, Spiel- oder Alkoholsucht und vor allem zu Nikotinsucht. In den USA rauchen noch immer etwa 20% der Bevölkerung. Unter Menschen mit ADHS sind es rund 40%. Warum doppelt so viele? Die Korrelation zwischen ADHS und Rauchen hat uns wirklich überrascht. Wieso ist Nikotin so wichtig für Menschen mit ADHS? Vermindert es ihre Symptome? Kann es ihre Gefühle beeinflussen?
Jean Garrick wollte die Wechselwirkungen von ADHS und Nikotin untersuchen. Aber beinahe wäre die Studie gescheitert. Wir fanden zunächst keine Probanden. Es gab Raucher oder Menschen mit ADHS-Medikation, aber nicht beides. Schließlich meldeten sich doch noch 10 Freiwillige für die Studie. Sie trugen 2 Tage lang Nikotinpflaster und 2 Tage lang Placebos, jeweils mit und ohne Stimulanzien. Stündlich protokollierten sie ihre Symptome. Körperliche Aktivität, Blutdruck und Stressniveau wurden automatisch gemessen. Aus den Daten folgert John Garrick, dass Nikotin vermindert die ADHS-Symptomatik. So ungesund Rauchen auch ist, wie ein ADHS-Medikament erhöht Nikotin den Dopaminspiegel. Das hatten wir auch so erwartet. Überrascht hat uns, dass Nikotin auch Gereiztheit, Nervosität und das Stressniveau vermindert. Jugendliche mit ADHS rauchen doppelt so häufig wie ihre Altersgenossen ohne ADHS. Und sie fangen früher damit an. Das führt zu einem Diagnoseproblem. Nikotingenuss kann die Diagnostik verfälschen, weil ein Raucher keinerlei ADHS-Symptome bei sich feststellt. Schließlich behandelt er sich die ganze Zeit selbst mit Nikotin. Der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung weltweit schrumpft stark. Wie viele von ihnen hatten mit Nikotin ihre unentdeckte ADHS-Erkrankung selbst behandelt? Vor seiner Diagnose und Behandlung rauchte auch Sammy gelegentlich und fand andere Bewältigungsstrategien. Leider reichten sie nicht aus. Es ging ihm immer schlechter. Als Erwachsener hast du eine Menge Probleme, aber immer noch dasselbe Gehirn, das all diese Dinge verarbeiten will. Das geht immer so weiter. Und das lähmt und zerstört dich irgendwann. Ich möchte mich nicht rausreden. Aber man trifft dadurch auch die falschen Entscheidungen. Das macht das eigene Leben nicht gerade lebenswert. Das ist solch ein gewaltiges gesellschaftliches Gesundheitsproblem. Wenn man da draußen nicht mehr zurechtkommt, und so empfinden es Menschen mit ADHS, dann ist das eine Katastrophe. Ein Erwachsener mit unbehandeltem ADHS kann jede Menge Probleme haben. Im Beruf, mit Geld, in Beziehungen oder Ehe, mit Drogenkonsum, Essstörungen, Risikoverhalten im Straßenverkehr oder Straffälligkeit. Lynn Stewart überprüft Konzepte zur Förderung der psychischen Gesundheit in Kanadas Strafvollzug. 2011 gab es eine Studie zu ADHS bei Straftätern in Kanada. Wir untersuchten neue Gefängnisinsassen. Das Ergebnis zeigte, dass 16-17% auf jeden Fall eine ADHS-Diagnose erhalten hätten. Und weitere 40% zeigten zumindest leichte ADHS-Symptome. Weltweit haben vermutlich etwa 5% aller Männer ADHS. Warum ist der Anteil in Gefängnissen so stark erhöht? Der Verlust von Selbstkontrolle ist ein Hauptmerkmal bei wiederholter Straffälligkeit. Und gleichzeitig ist es ein wichtiges Merkmal von ADHS. Je deutlicher die Symptomatik, desto häufiger das Fehlverhalten und umso schneller sind sie wieder im Gefängnis. Als Folge der Studie werden nun in kanadischen Gefängnissen alle Neuankömmlinge auf ADHS hin untersucht. Betroffene erhalten umgehend geeignete Therapien. Ich glaube, es ist entscheidend, die Erkrankung rasch zu erkennen und zu behandeln. Oft fragen die Häftlinge, was stimmt mit mir nicht? Es ist hilfreich für sie zu erfahren, dass es Auswege gibt. Soll das Syndrom nun auch als Ausrede für Straftäter herhalten? Kinder mit ADHS weisen später nicht notwendigerweise eine Verhaltensstörung auf oder entwickeln zwingend eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Aber fast jeder der Wiederholungsstraftäter leidet an einer Störung seiner Selbstkontrolle und hätte wahrscheinlich schon viel früher eine ADHS-Diagnose erhalten. Kann man ADHS verhindern? Was sind die Risikofaktoren für diese Erkrankung?
Hatten Sie je Probleme, strukturiert zu arbeiten? Ja, natürlich. Sammy war schon immer ein Tagträumer und sehr impulsiv. Sarah und ihr Mann Sammy arbeiten beide im Filmgeschäft und versuchen Job, Familie und ADHS unter einen Hut zu bringen. Fühlten Sie sich oft gereizt, haben Termine oder Verpflichtungen vergessen, waren zappelig und konnten nicht stillsitzen? Ja, genau so ist mein Mann auf den Punkt gebracht. Auch heute sind die Probleme nicht ganz verschwunden, trotz der Medikamente. Eigentlich bin ich ihm sehr ähnlich in diesen Dingen, das ist schon komisch. Manchmal müssen wir uns gegenseitig unterstützen. Dann meint Sammy schon mal, du bist irgendwie auch ein bisschen ADHS. Und ich denke, könnte sein, wo verläuft die Grenze? Dies zu entscheiden, bedarf einer aufwendigen Diagnostik. Früher ging man davon aus, nur Jungen würden am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom erkranken. Wahrscheinlich, weil deren Hyperaktivität stärker auffällt. Bei Mädchen und Frauen zeigen sich die Symptome anders. Bei Mädchen ist es eben so, dass sie häufig eher unaufmerksam verträumt sind, dann häufig als Träumersuse gelten, vielleicht auch mal in der Schule hinten sitzen, dadurch gar nicht so auffallen und dadurch auch nicht so stören. Gelten dann vielleicht sogar als unbegabt, obwohl sie eigentlich eine Schwierigkeit haben, sich zu konzentrieren. ADHS ist wie ein Eisberg, dessen größter Anteil unter der Wasseroberfläche liegt. Die meisten Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit sind nicht hyperaktiv. Und von dieser Mehrheit unter Wasser sind die meisten Frauen. Die ADHS-Forschung hat sich lange auf das männliche Geschlecht konzentriert. Erst heute wissen die Forscher, dass sich bei Jungen erste Anzeichen schon mit 5 zeigen. Bei Mädchen womöglich erst im Alter von 12 oder später. Das kann zum Problem werden. Classic case of attention deficit disorder. Der klassische ADHS-Fall ist die 19-jährige Studentin, die an der Universität feststellt, dass sie dem Ganzen nicht gewachsen ist. Nicht, weil sie auf zu viele Partys geht oder nicht reif genug ist und alles nicht so ernst nimmt. Der Grund ist, sie muss zum ersten Mal in ihrem Leben ohne ihren gewohnten sozialen Rahmen zurechtkommen. Wenn es dann nicht gut läuft, kommen Gefühle hoch wie, ich bin nicht so schlau wie alle anderen. Dann sucht die junge Dame Hilfe. Der Psychiater wird sie fragen, warum sie kommt. Sie wird sagen, bei mir läuft's gerade nicht so gut. Auf die Frage, wie es ihr damit geht, wird sie sagen, nicht besonders gut. Worauf er mit der Frage kontert, wie lange sie denn schon depressiv sei. Dabei hatte sie eigentlich bloß gesagt, es läuft nicht gut. Eine Bemerkung zum Verhalten. Doch in diesen ersten 45 Sekunden hat der Psychiater die junge Frau in sein Lieblingsgebiet manövriert. Depression und Angstzustände. Angstzustände und Depression. Es erstaunt mich schon, dass so viele Spezialisten, meine Berater und Therapeuten das nicht bei mir festgestellt haben. Mein Psychiater hat überhaupt nicht in diese Richtung gedacht. Der Druck kurz vor dem Examen brachte bei Medina Abdelkader ADHS zum Vorschein. Ich wollte in Toronto meinen Master machen und lebte allein, also ohne soziale Unterstützung. Es fiel mir ziemlich schwer, mich zu organisieren. Jeden Tag ging ich zur Uni, setzte mich hin mit all meinen Büchern und meinem Laptop und mit meinen guten Vorsätzen. Aber ich saß nur da stundenlang und las mich durch dieses schwarze Loch des Internets, durch all meine interessanten Studienthemen. Obwohl mir all diese Ideen im Kopf herumschwirrten, konnte ich einfach nicht lange genug stillsitzen, um sie niederzuschreiben. Damals dachte ich nicht, vielleicht habe ich ja ADHS. Ich dachte eher, ich mache mir solche Sorgen, ich sterbe fast vor Angst. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Also es kann durchaus sein, dass Sie mit ADHS eine Zeit lang ganz gut durchs Leben kommen oder vielleicht manche Fähigkeiten, die auch positiv sein können, Ihnen zum Beispiel auch geholfen haben, Dinge zu entwickeln, voranzukommen und dann aber plötzlich Struktur gefragt ist oder die Anforderungen mehr werden. Sie bekommen noch eine Familie, Sie müssen mehr planen und dann kann es sein, dass Sie plötzlich scheitern. Bei Susan Gottlieb blieb ADHS unentdeckt, bis sie Anfang 40 war. Auch dank ihrer ersten Ehe.
In diesen 20 Jahren meiner Ehe war mein Leben extrem strukturiert. Als das vorbei war und die Umstände sich dramatisch änderten und plötzlich Kinder da waren, war da auf einmal keine Struktur mehr, kein Plan. Zuerst hat es funktioniert, dann nicht mehr. Unter funktionalen Gesichtspunkten konnte ich nichts mehr von dem tun, was ich vorher mit Schwung, Willenskraft und Intelligenz erledigt hatte. Susan ist sehr erfolgreich in ihrem Job als Investmentbankerin und sie ist eine Powerfrau. Als sie merkte, wie ihr die Dinge entglitten, suchte sie Hilfe. Ein Antidepressivum, das mir ein Arzt verschrieb, konnte meinen Stress etwas senken. Aber es half mir nicht, mein Verhalten zu ändern, effektiver zu werden. In der Finanzwelt wird mit hohen Einsätzen gespielt. Weltweite Absatzmärkte, aktuelle Börsenberichte, Investitionsanalysen. Die Risiken sind enorm. Susan Gottlieb liebt ihren Job. Hier kann ich meine Fähigkeiten einsetzen. Ich gehe jeden Tag gerne ins Büro. Für mich war es deshalb besonders frustrierend, als die Dinge auf einmal nicht mehr liefen. Ihre Symptome verbesserten sich nach der Medikamentenverschreibung, aber sie brauchte noch mehr Unterstützung. Ich denke, die Medikamente sind ein erster Schritt. Sie gaben mir Hoffnung, dass ich es schaffen würde. Aber ich wusste immer noch nicht, wie. Viele Manager wenden sich an einen Coach wie Robert Pell, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Kann Ihre Firma für 2 Stunden ohne Sie überleben? Selbstverständlich. Tatsächlich? Absolut. Aber diese E-Mails machen süchtig. Ja, telefonieren und... Pillen können helfen, aber es geht um eine Veränderung der Gewohnheiten. Das fällt schwer, wenn man schon immer in einer bestimmten Weise reagiert hat. Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben? Ich telefoniere mit Kunden, prüfe Portfolios, solche Dinge. Das bloß zu hören, erdrückt mich. Yeah. Sie haben bestimmt viele 100 Kunden mit aufwendigen Portfolios. Entscheidend ist hier, dass wir das Ganze in einzelne Verhaltensschritte aufteilen. Wissen Sie noch, was Ihnen wahrscheinlich 300% mehr Erfolg einbringt? Ich muss Termine machen. Genau. Haben Sie Ihr Handy? Natürlich, immer. Am besten geht man bei ADHS dreigleisig vor. Um effektiver zu funktionieren, müssen neue Verhaltensmuster erlernt werden. Nummer 2 ist die Medikation. Nummer 3 ist emotionale Unterstützung. Es geht um meine Familie und unser Zusammenleben. Vor allem mit dem Mädchen. Ich muss effizienter arbeiten, damit ich nicht auch noch nachts im Büro bin. Ihre Motivation, Aufgaben zu planen, wäre also die Zeitersparnis, die Ihren Kindern zugute käme. Klingt überzeugend. Ja, ganz bestimmt. Es ist eine sehr praktische Anleitung, wie ich meine Art zu denken ändern kann. Und wie ich lerne, diese Schritte in allen Lebensbereichen im Alltag zu wiederholen. Ich besitze nun das Rüstzeug. Und das hilft mir in allen Lebenslagen. Laura Gerber ist Kinderärztin und ADHS-Spezialistin. In ihrer Kinderarztpraxis konfrontiert sie Erwachsene oft mit deren eigener ADHS. Jedes Mal, wenn ich ein Kind diagnostiziere, finde ich auch ein Elternteil mit ADHS. Bei 95% dieser Erwachsenen zum ersten Mal. Ganz selten nur, dass einer sagt, ich habe das schon von Kindheit an. Ich selbst habe auch ADHS. Das wurde erst nach meiner medizinischen Ausbildung festgestellt, als ich 31 war. Eine typische Spätdiagnose also. Meine Kinder haben es alle 3. Ich erlebe ADHS ständig, in meiner Praxis, bei mir selbst. Es ist mir also sehr vertraut.
close to home, I guess you would say. ADHS ist eine Entwicklungsstörung. Das heißt, ich habe einen Beginn in der Kindheit oder in der Jugend. Es gibt ein paar neuere Daten, die zeigen, dass die Symptomatik durchaus erst im späteren Kindesalter oder im Jugendalter manifest, also das heißt auffällig werden kann und sich dann ins Erwachsenenalter zieht. Es sollte aber schon vorbestehende Symptomatik im Jugendalter bestanden haben oder im Kindesalter. Es gibt keine ADHS, die plötzlich, sage ich, mit 43 Jahren beginnt. ADHS kann erblich bedingt sein. Aber warum tritt es überhaupt auf? Im Neurowissenschaftlichen Institut der Florida State University glauben die Wissenschaftler, Antworten gefunden zu haben. Eine neurobiologische Störung wie ADHS lässt sich am Tiermodell untersuchen. Hierzu eignen sich Mäuse, weil sie 97% unserer menschlichen Gene besitzen. Aber wie verabreicht man einer Maus ADHS? Humanstudien haben gezeigt, dass Kinder von Raucherinnen eher an ADHS erkranken. Bei Menschen verdoppelt Rauchen dieses Risiko. Wie sieht es bei Mäusen aus? Eine weibliche Maus erhält 3 Wochen lang Nikotin, aufgelöst in ihrem Trinkwasser. Danach wird sie von einem gesunden Männchen befruchtet und erhält während der Schwangerschaft weiterhin Nikotin. Die Gehirne der Föten sind von Anfang an mit Nikotin in Kontakt. Die neugeborenen Mäuse werden auf ADHS-Symptomatik untersucht. Wir untersuchen jedes ADHS-Symptom einzeln an unserem Tiermodell. Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Merkfähigkeitsstörungen. Um Lernschwierigkeiten und Defizite im Arbeitsgedächtnis festzustellen, verwendet Deirdre McCarthy ein spezielles Labyrinth. Am Rand einer Plattform unter einer hellen Lichtquelle und einem lauten, scheppernden Ventilator befinden sich 40 Löcher. Durch eins könnte die Maus dem Lärm und dem Licht entkommen. Optische Hinweise zeigen ihr den Weg. Eine gesunde Maus benötigt etwa 2 Wochen, um sich den kürzesten Weg aus dem Labyrinth zu merken. Genauso lange trainiert hier schon eine der Nikotinmäuse, aber sie zeigt sämtliche ADHS-Symptome. Sie verschwendet viel mehr Energie, macht viel mehr Fehler. Trotzdem findet sie das Loch am Ende in der gleichen Zeit wie die gesunde Maus. Entscheidend ist, sie bewältigt die Aufgabe nur eben anders. Mit dieser Anordnung testen sie die Impulsivität der Mäuse. Es sieht aus wie ein Barhocker. Normalerweise gehen Mäuse bis zum Rand der oberen Plattform und schnüffeln herum, um ihr Umfeld zu erkunden. Solche Mäuse, die wir ADHS-ähnlich oder impulsiv nennen, wagen sich viel weiter über die Plattform hinaus als die anderen. Und am Ende springen sie sogar hinunter. Wie viele der Nachkommen einer nikotinkonsumierenden Mutter haben ADHS entwickelt? Jede einzelne Maus dieses Wurfs hat ADHS-Symptome. Jede. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Pradeep Biedel fand Deirdre McCarthy weitere beunruhigende Daten zur Vererbbarkeit von ADHS. Wenn Nikotin schon im Mutterleib aufgenommen wird, können sich die negativen Folgen noch in vielen Generationen auswirken. In den 30er, 40er und 50er Jahren hat fast jeder geraucht. Manchen Schwangeren wurde sogar empfohlen zu rauchen, gegen die morgendliche Übelkeit. Es ist ernüchternd, dass wir die Folgen davon möglicherweise in der jetzigen Generation feststellen. Die Nachkommen baden also aus, was ihre rauchenden Vorfahren ins Erbgut eingeschleust haben. In den letzten Jahren hat das Rauchen zum Glück deutlich abgenommen. In 2 bis 3 Generationen könnten die negativen Folgen des Nikotins verschwunden sein. Wir wissen allerdings nicht, wie sich neue Umweltgifte oder Umweltreize auf zukünftige Generationen auswirken werden. Die Erforschung neuer Behandlungsmethoden bei ADHS ist ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie. Gleichzeitig befasst sich die Wissenschaft aber auch mit nicht-pharmazeutischen Therapieformen wie Coaching, Verhaltenstherapie und sogar Computerspielen.
Gegenüber den pharmazeutischen ADHS-Therapien besteht allgemein eine gewisse Zurückhaltung. Meinen Patienten sage ich, ihre Probleme haben nichts mit Krankheit zu tun. Es ist eher eine Funktionsstörung, so ähnlich wie bei einer Sehschwäche. Sie haben ein funktionales Problem. Sobald Sie eine Brille aufsetzen, können Sie mit gesunden Augen wieder perfekt sehen. Ich setze nur Ihrem Gehirn eine Brille auf, damit Ihr gesundes und leistungsfähiges Gehirn wieder perfekt arbeiten kann. Diese Brillen für das Gehirn sind stimulierende Medikamente. Sie haben sich seit über 50 Jahren als Standard in der ADHS-Therapie etabliert. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Der alarmierende Anstieg von ADHS-Diagnosen bei Kindern in den letzten 10 Jahren hat jedoch eine Debatte ausgelöst über mögliche Folgeschäden bei zu häufiger Verschreibung, vor allem in den USA. Denn Medikamente allein sind nicht genug. Es geht letzten Endes um eine gute Handlungsfähigkeit. Die wollen wir erreichen. Das gelingt nicht allein mit Medikamenten. Sie unterstützen die Therapie bloß. Deshalb sind die Forscher auf der Suche nach neuen Therapieformen. Unter den Begriff exekutive Funktionen fallen unterschiedliche kognitive Prozesse. Ein Forschungsgebiet ist die Reaktionshemmung. Wie schnell und flexibel kann ich auf Umweltreize reagieren? Wenn beispielsweise während der Fahrt plötzlich ein Ball auf die Straße rollt, rufen wir diese Fähigkeit ab. Ein Mensch mit ADHS benötigt im Schnitt 150 Millisekunden länger, um zu reagieren. Das kann entscheidend sein. Erstmal einloggen. Immer wenn du dieses Zeichen siehst, musst du Stopp drücken. Das Videospiel Megateam ist eine kognitive Rehabilitationstherapie. Wir versuchen, die kognitiven Defizite mit spielerischen Maßnahmen abzubauen. Es sollte möglichst ansprechend sein und den Kindern Spaß machen. Das Videospiel ist ein Kooperationsprojekt von SickKids Hospital Toronto und einer Firma für Medizinsoftware, eHave, gegründet von Scott Woodrow. Sein Sohn hat ADHS. Meine Hauptmotivation war, ich wollte meinem Kind keine Medikamente geben. Die Medizin unterdrückt nur die Symptome. Sie hat keinen Einfluss auf die Grunderkrankung. Ohne die Medikamente sind die Beschwerden sofort wieder da. Das Programm wird an 50 jungen Probanden getestet, um zu sehen, ob sich ihr Reaktionsvermögen verbessern lässt. Die Ergebnisse werden online erfasst und ihre kognitiven Fortschritte aufgezeichnet. Die Fähigkeit, eine schnelle motorische Reaktion zu stoppen, ist genau das, was man braucht, um nicht unüberlegt loszuplappern oder gar handgreiflich zu werden. Die Software soll noch weitere kognitive Funktionen ansprechen und später auch für Erwachsene geeignet sein. Neurowissenschaftler haben in den letzten Jahrzehnten belegt, dass das Gehirn auch in fortgeschrittenem Alter neue Neuronen anlegt. Wir können immer noch lernen und uns verändern. Was Hänschen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen. Ich bin da sehr dankbar. Denn ich bin der lebende Beweis dafür. Die Pharmakologen suchen nach grundsätzlich anderen Behandlungswegen jenseits der Wirkstoffgruppe der Stimulantien. Forscher der Thomas Jefferson University haben ein neues Mittel in einer ersten klinischen Studie getestet. Fasoracetam oder NFC1. Es wurde über 5 Wochen behandelt. Eine Dosisfindung hat stattgefunden über eine Woche. Dann gab es eine Woche Placebo. Das heißt, dann hat man das Präparat wieder ausgeschlichen. Und dann wurde noch mal individuell, soweit ich das weiß, noch mal dosiert. Und wurde dann genau untersucht,
wie die Schwere der Symptomatik sich entwickelt, wie die Einschränkung sich entwickelt und ob vor allem bestimmte Menschen mit einer bestimmten genetischen Konstellation im glutamatergen System eher darauf ansprechen als andere Menschen ohne diese Auffälligkeit. Ein wichtiger Neurotransmitter im zentralen Nervensystem ist nämlich Glutamat. Er hat erregende Wirkung. Ist der Stoffwechsel bezogen auf diesen Neurotransmitter gestört, bessert sich mit Einnahme des Wirkstoffs NFC1 der Zustand. Das Vielversprechende ist das Personalisierte. Das heißt, ich bestimme das genetische Material eines Menschen, schaue da nach Auffälligkeiten im Hinblick auf bestimmte Stoffwechselvorgänge im Gehirn und schaue dann, ob ich eine gezielte Medikation einsetzen kann zur Verbesserung der Symptomatik. Und dass es einen anderen Weg wählt als bisher, die Stimulantien. Und da haben wir ja Menschen, die nicht drauf ansprechen. Und es könnte durchaus sein, dass die bisher, die nicht auf das Herkömmliche ansprechen, dann auf dieses neue Präparat ansprechen. Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die genetischen Hintergründe zu kennen. Wirkstoffe wie NFC1 wirken nicht bei jedem ADHS-Betroffenen, sondern nur bei denen, deren genetisches Profil zum Wirkmechanismus passt. Es ist ein neues Präparat, was in der ersten Phase untersucht worden ist, an einer relativ noch überschaubaren Gruppe von 20, 30 Jugendlichen. Und es muss jetzt erstmal zeigen, nochmal, dass es auch in einer größeren Gruppe erfolgreich sein kann. Wie lebt es sich mit ADHS? Laura Gerber ist Kinderärztin und Mutter und leidet selbst an ADHS. Immer wieder sagt man mir, wie kann man es mit ADHS schaffen, Ärztin zu werden? Tatsächlich hat es aber nichts mit Intelligenz zu tun. Viele erfolgreiche Leute haben ADHS, entgegen dieser vorherrschenden Auffassung. Medina Abdelkader hilft die Kombination aus Medikamenten und Bewegung. Rudern erfordert ein hohes Maß an Technik. Bei anderen Sportarten kann ich gedanklich abschweifen, beim Rudern nicht, sonst passieren schlimme Sachen. Die Unterschiede vor und nach der Medikamenteneinnahme sind enorm. Es hat mir geholfen zu verstehen, was eigentlich mit mir los ist und mir meine Fehler zu verzeihen, wenn es mal wieder nicht perfekt läuft. Ich weiß dann, nicht ich als Mensch versage. Es ist nur ein Teilaspekt meines Lebens. Ich kann daran arbeiten, mit Hilfe der Medikamente und des Sports. Wir haben jetzt Lebensumstände, wo es gefordert ist, strukturiert zu sein, 8 Stunden am Schreibtisch zu sitzen, die Steuererklärung zu machen und zu gucken, dass zu Hause das Essen nicht anbrennt. Früher war es ja ganz anders, da waren ja ganz andere Fähigkeiten gefragt. Da mussten ein Teil der Bevölkerung ja durchaus risikobereit sein, hyperaktiv. Die mussten in den Krieg ziehen, die mussten ihr Territorium verteidigen. Und da war das vielleicht sogar ein positiver Selektionsmechanismus. Das heißt, nicht alles, was ADS mit sich bringt, was heute zum Problem wird, war immer schon problematisch. Ich glaube, wir dürfen nicht erwarten, dass alle Menschen in sich ruhen. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen. Ohne Menschen mit ADHS würde uns etwas fehlen. Sie sind oft besonders charmant. Sie probieren alles Mögliche aus. Sie sind wagemutig. Es wäre ein echter Verlust, wenn wir das zu sehr ausbügelten.